Herzlich willkommen bei uns im Geschichtszentrum und Museum Mühldorf am Inn. Leider kann ich euch ja zurzeit nicht persönlich begrüßen, das dürfen wir immer noch nicht. Dennoch haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen, um euch doch was zeigen zu können, was wir hier im Museum so zu bieten haben. Und als großes Thema haben wir für heute vorbereitet die Feuerbekämpfung in der Geschichte, also in der Vergangenheit. Als Beispiel fürs Erste das alte Rom. Vor langer Zeit gab es das sogenannte Römische Reich. Das ist ganz lange her. Bestimmt kennt ihr die Trickfilme oder die Comics von Asterix und Obelix, wie sie gegen die Römer kämpfen. Und bei denen sind wir nämlich jetzt, wenn wir zurückreisen in Gedanken. Tja, bei den Römern früher gab es auch schon sogenannte Feuerwehren, sowas in der Art zumindest, nämlich die Vigiles. Die Vigiles, das war im Endeffekt wie eine Wache, eine Stadtwache oder auch eben die Nachtwache. Sie hatte sehr viele Schutzaufgaben, aber war eben auch zur Vorbeugung von Bränden zuständig und auch zur Brandbekämpfung selber. Tja, das Vorgehen war eigentlich sehr ähnlich wie heute auch. Als Erstes mussten die Menschen evakuiert werden. Evakuierung, das Wort selber bedeutet, die Menschen mussten aus dem Gefahrenbereich herausgebracht werden, damit sie eben, ja, wie es schon sagt, nicht in Gefahr geraten, wenn sie sich dort aufhalten. Als Nächstes kamen dann eben die Löscharbeiten in Gang, meistens mit einer Eimerkette, sprich man hat dann eine Kette von Menschen gebildet und hat dann Eimer gefüllt mit Wasser bis zum Brandherd weitergereicht und so relativ schnell auch löschen können. Natürlich hatten sie auch so etwas wie Löschdecken, meistens in Essig getränkt. Und tatsächlich hatten die alten Römer bereits so etwas wie Löschwägen. Also die hatten tatsächlich schon einen Löschwagen mit einem Pumpsystem. Allerdings lief der nicht mit Strom oder einer anderen ähnlichen Energiequelle, so wie wir das heute kennen. Denn sowas wie Strom, Elektrizität und Ähnliches, das kannten die Römer zu der Zeit noch gar nicht. Die wussten das noch nicht. Tja, wenn es dann mal wirklich schlimm wurde mit so einem Brand in der Stadt Rom, dann haben sie sogar schweres Belagerungsgerät geholt, um eine sogenannte Feuerschneise, eine Brandschneise zu machen, mitten in der Stadt. Das könnt ihr euch so vorstellen, so eine Schneise ist im Endeffekt eine Linie, in der es kein brennfähiges Material gibt. Also sprich, an der Stelle kann das Feuer einfach nicht weiter. Tja, dafür haben sie eben dieses Belagerungsgerät benötigt, das sie normalerweise im Krieg benutzen, zum Beispiel um bei Feinden die Stadtmauer niederzureißen. Und damit konnten sie dann eben die Häuser in der ausgesuchten Linie, in dieser Schneise, niederreißen. Ausgebildete, kräftige Leute sind dann da rein und haben mit Picken und Ähnlichem alles brennbare Material, Holz und Stroh und alles rausgeholt, damit das Feuer auch wirklich nicht daran vorbeikam. Man hat also mit Absicht bestimmte Häuserreihen zerstört und da eben Zeug rausgeholt, damit das Feuer nicht auch noch die komplette restliche Stadt verwüstet. Tja, Feuerwehren und überhaupt die Feuerbekämpfung war im alten Rom sehr, sehr wichtig. Auch wenn man jetzt erstmal so ein bisschen zurückdenkt, ja, Rom selber, da stellt man sich eine Stadt aus Stein vor, aber Brennmaterial, das gab es dort überall. Zum Beispiel auch bei den zusammengezimmerten Verkaufsständen. Einige Viertel bestanden größtenteils aus Bretterbuden als Lager. Es gab überall offene Feuerstellen, an denen zum Beispiel auch gekocht wurde. Und wenn zum Beispiel eine Öllampe an einer ungünstigen Stelle umfiel, dann konnte das wirklich verheerend sein. Und dementsprechend schlimm und groß waren natürlich auch die Strafen. Wenn dann die Wache festgestellt hat, dass sich jemand nicht an die geltenden Regeln gehalten hat, um eben Brände zu vermeiden im Vorfeld. Tja, bevor es überhaupt erstmal die Vigiles gab, also die städtische Feuerwehr, gab es nur private Feuerwehrtrupps. Das bedeutet, dass sie jemanden gehörten. Also jemand besaß einen Trupp mit Feuerwehrlern und der hat den sozusagen verkauft, wenn man es so sieht. Also die Dienste verkauft.
Der hat Aufträge entgegengenommen, die Person. Sie hat versucht, nicht nur zu helfen, sondern wollte damit auch Geld machen. Und das war tatsächlich auch ein gutes Geschäft, da es im alten Rom immer wieder zu Bränden kam. Teilweise war es tatsächlich so, oder soll es so gewesen sein, dass sich diese Feuerwehrtrupps untereinander auf der Straße Straßenschlachten geleistet haben, weil sie einfach Vorrang haben wollten. Tja, so war das. Ein ganz besonders gewitzter Mann war der Marcus Licinius Crassus. Er hatte nämlich ein ganz besonderes Geschäftsmodell. Denn wenn dann irgendwo ein Haus brannte, war der gute Mann sofort zur Stelle mit seinem Löschtrupp und wollte das Haus abkaufen. Er wollte also dieses brennende Gebäude abkaufen. Das klingt erstmal ziemlich seltsam, aber das hatte auch einen Grund. Und zwar stellen wir uns das mal vor, das Gebäude brennt gerade ab, alle sind in Panik. Der Eigentümer hofft, dass dieser Marcus Licinius Crassus mit seinem Löschtrupp ganz schnell herbeieilt, das löscht und auch sein Hab und Gut und alles gerettet wird. Und dann will der Mann plötzlich feilschen um das Gebäude. Und je länger der eigentliche Eigentümer rumfeilscht und versucht zu verhandeln, desto wertloser wurde dieses Gebäude, weil es ja immer weiter abbrannte. Tja, in den meisten Fällen bekam dann der Crassus tatsächlich seinen Willen. Er konnte dieses Gebäude und den Grund ja letztendlich kaufen. Und je nachdem, wie weit fortgeschritten der Brand eben schon war, also natürlich sind dann seine Leute sofort rein, haben gelöscht und haben versucht, so viel zu retten wie geht. Und je nachdem, wie viel zerstört wurde, hat es entweder gereicht, dass der Crassus einfach nur ein paar Handwerker reingeschickt hat, um dieses Gebäude wieder herzurichten. Oder aber er hat einfach ein neues Gebäude auf diese Stelle gesetzt. Tja, und das gehörte ja nun ihm. Er konnte es also vermieten. Möglicherweise an die ehemaligen Eigentümer sogar. Und so kam er letztendlich auch an sein Geld, und zwar viel, viel mehr, als er tatsächlich ursprünglich bezahlt hat, als er dieses brennende Gebäude gekauft hat. Tja, der Crassus war mit seiner Geschäftsmasche so erfolgreich, dass ihm nach einiger Zeit ein großer Teil der Stadt Rom gehörte.